Hallo und herzlich willkommen zurück bei Winke mal Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind natürlich und selbstverständlich wieder zurück in der KH-Schlucht und sind weiterhin natürlich an den Schellers zugange. Ja, was will ich sagen? Es geht voran, so langsam. Aber, ja, wir haben natürlich trotzdem noch ordentlich zu tun. Ach ja, Schnellzauber. muss ich auch erst wieder dran denken. Aber wie gesagt, wir haben ja ordentlich zu tun nach wie vor. Und da wir nach wie vor ordentlich zu tun haben, werden wir nach wie vor auch ja, hier ordentlich arbeiten. Ich bin gerade aufgestanden, mache heute ausnahmsweise mal die Folge quasi am selben Tag. Das kommt in letzter Zeit selten vor, aber es kommt vor. Dennoch ist es halt so oft so gewesen, dass in letzter Zeit Folgen ein bisschen später kamen. Ich entschuldige mich hiermit mal dafür. Aber es war auch eine unglaublich anstrengende Woche, muss man echt sagen. Ich war ziemlich hinüber in allen Belangen und ja, ich bin auch froh, gestern mal oder heute mal ein bisschen länger schlafen zu können. Es war, ja, anstrengend, keine Frage, keine Ahnung. Es war, ja, anstrengend, sagen wir es einfach so, so. Auch wenn es das nicht ganz trifft. Denn, ich nehme an, dass, wie gesagt, die Katzennetzinstallation und dann B, der Heuschnupfen, den, der mich da halt die ganze Zeit noch momentan begleitet, mitgemacht hat. Natürlich auch ein bisschen vielleicht die Wärme, die extrem schnelle Wärme, wobei mir das immer noch lieber ist als extrem schnelle Kälte. Trage ich nämlich deutlich besser. Naja, jedenfalls war halt anstrengend. Und offensichtlich nicht nur für mich, sondern auch für andere. Aber noch eine Woche und dann habe ich sowieso erstmal Urlaub. Dann muss ich sowieso mal wieder langsam vorproduzieren, denn dann fahre ich mal wieder 7 Tage weg. Das heißt, ich brauche natürlich auch ein paar Fiesta-Folgen und ein paar Herr der Ringe Online-Folgen und überhaupt brauche ich sowieso Folgen für Minecraft auch. Wobei, Minecraft habe ich sehr weit vorproduziert, da war ich so im Flow beim letzten Mal, dass ich da möglicherweise durchaus durchkomme. Aber, ja, alles zu seiner Zeit. So, wir haben 16 von 20 Schluchtenschillers, das ist eine tolle Sache. Ja, Minecraft, ich erwähne es nochmal, ich glaube, ich brauche höchstens noch eine oder zwei Aufnahmesessions, nicht zuletzt dank der langen, die ich gemacht habe, um halt wirklich Minecraft komplett das Projekt abzuschließen. Das wiederum bedeutet, ja, hier, ab da sind meine Entscheidungen frei, ab da werde ich irgendwo irgendwann irgendwas ändern, auch bei Fiesta. Allerdings muss ich dazu vorher noch ein paar Sachen machen, das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich, sagen wir mal, die freie Zeit, die ich für Minecraft nicht mehr brauche, nutze, um, ja, zum einen das kleine Programmchen mal noch ein bisschen abzudaten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu machen. Wir haben noch nicht alles erledigt. Also macht euch keine Sorgen. Momentan bleibt erstmal dabei, jo, alle 2 Tage. Aber halt, wie gesagt, das kann sich halt ändern. Da möchte ich mit Nick drauf festlegen und so. Ich glaube, die ist aufgelaufen, ne? Jo, machen wir mal neu. Weil dann haut es uns weniger. Das ist immer toll. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ja, die hat man drauf, okay. So. Sicher, sicher. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist Minecraft demnächst beendet. War ein tolles Projekt, muss man sagen. Allerdings, wie gesagt, am Ende hat sich natürlich ein bisschen gezogen. Das ist halt der Nachteil. Klar, du erkundest neue Welten und das sieht alles neu und anders aus, aber es ist am Ende immer dasselbe. Was trotzdem toll ist, ne? Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, so viel Zeit auf den verschiedensten, unterschiedlichen Planeten zu verbringen, beziehungsweise es wird mir auch weiterhin Spaß machen. Es ist ja noch mindestens eine Aufnahme, ne? Und vielleicht spiele ich die Welt auch ausführlich weiter, weil ich weiß es nicht. Wie gesagt, früher hatte ich mal gesagt, jo, beendete Minecraft-Projekte könnte ich ja als Livestream weitermachen, aber hat sich ja irgendwie nie so wirklich ergeben. Vielleicht kriege ich das irgendwann mal wieder hin, endlich mal einen Livestream zu machen. Ich weiß nicht, ob das ein Fiesta-Livestream wird, möglicherweise. Aber, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. So. Und auch, dass ich nur Fiesta-Livestreams mache, auch da möchte ich mich nicht festlegen. Überhaupt, dass ich Livestreams mache, möchte ich mich nicht festlegen. Aber ich würde gerne mal wieder, muss ich echt sagen, einfach mal so just for fun irgendwas anschalten und dann loslegen. Das wäre vielleicht mal wieder eine tolle Sache. Allerdings, wie gesagt, Zeit. Zeit ist Geld und Geld habe ich keins. Eigentlich habe ich keine Zeit. Geld, ja gut. Ich sag mal so, ich überlebe. Es könnte deutlich besser sein, aber ich überlebe. Zum Beispiel hat sich meine Frau halt woanders beworben. Wenn sie den Job bekommen würde, würde sie mehr verdienen als das, was sie jetzt momentan verdient. Und sie würde auch mehr verdienen als das, was ich jetzt momentan verdiene. Also, sie würde mich da locker überholen. Was
gibt ja so eine Studie, dass Männer wohl Probleme damit haben, wenn die Frauen mehr verdienen. Ist bei mir nicht der Fall. Wenn sie das macht, ja, umso besser. Ist doch gut für uns beide. Natürlich ist das halt so, da kann ich, oder wie gesagt, da können wir uns alle beide ein bisschen mehr leisten. Und das ist eine tolle Sache. Würde natürlich versuchen, dann auch irgendwann mal ein bisschen aufzuschließen, mal endlich mal zu meinem Chef gehen und sagen, yo, weißt du was? Ich bin jetzt hier schon so lange und mache so gut meinen Job. Es wird jetzt wirklich mal Zeit, dass ich meinen Job auch entsprechend gewürdigt kriege. Wird wahrscheinlich früher oder später passieren. Aber wie gesagt, lassen wir erstmal meine Frau ein bisschen mehr verdienen. Da habe ich kein Problem mit. Wenn es denn klappt. Wenn es denn klappt. Wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Geht es ja kein Weltuntergang. Sie hat ja einen Job, ne? Es ist ja nicht so, dass er keinen hat. Der ist nur halt momentan nicht so besonders bezahlt. Ist halt in der Reinigungsbranche, ihr wisst ja, nun mal der Fall. Und B, ist das jetzt auch nicht der unanstrengendste Job. Wenn du dann halt noch Arbeitskollegen hast, die sehr anstrengend sind, dann kommt das noch zu. Jedenfalls wäre schon ganz günstig. Ich muss übrigens mal keinen Schluck aus der Teetasse trinken. Wird mal wieder Zeit. Wie gesagt, habe ja gerade erst zum Frühstück angefangen. Und da darf man auch mal einen Frühstückstee trinken. Normalerweise trinke ich ja so Kaffee. Da hat mir meine Frau, weil sie unbedingt, was weiß ich, wahrscheinlich wollte sie halt eine farblich passende Kaffeemaschine haben. Sie trinkt ja selber gar keinen Kaffee, aber da hat halt meine Schwiegereltern zu meinem Geburtstag, der war ja vor kurzem, angestachelt, mal eine neue Kaffeemaschine zu kaufen. Das hat sie die ganze Zeit schon, ja, wir bräuchten mal eine Kaffeemaschine. Wozu denn? Ich habe gesagt, die andere funktioniert tadellos. Ist nicht die allerneueste und ist nicht die allerbeste, aber sie funktioniert und das ist doch vollkommen egal, wie sie aussieht. Sie ist halt weiß im Vergleich zu, sagen wir mal, vielen anderen Sachen, die einen rötlichen Touch haben oder weinroten Touch bei uns in der Küche, beziehungsweise Edelstahloptik, beziehungsweise halt schwarz, also schwarz, Edelstahl und Weinrot sind bei uns quasi in der Küche vorherrschend und die ist halt ein bisschen weiß und sticht da ein bisschen raus. Da scheißt doch der Hund drauf. Also zumindest ist es bei mir so. Ich bin ja eh wahrscheinlich kein Fan von Ästhetik, aber ganz ehrlich, solange was funktioniert, tue ich es nicht weg. Jedenfalls hat sie dann Schwiegereltern dazu überredet, dann halt einerseits hier halt so eine neue Kaffeemaschine zu kaufen. Und die haben dann halt gesagt, ja gut, der Stefan ist ja eh, das bin ich, ne, Stefan, wisst ihr ja, der Stefan ist ja eh der Einzige, der hier Kaffee trinkt hier in dem Haushalt, außer ist mal jemand zu Besuch. Und der trinkt eine Tasse. Also brauchen wir eigentlich im Grunde nur eine Kaffeemaschine für eine Tasse, gibt's ja. Die haben sie jetzt auch angeschleppt, haben sie mir zum Geburtstag geschenkt, wie gesagt, lieb gemeint, ich für meinen Teil hätte mir was anderes gewünscht als eine Kaffeemaschine, darauf kommt es ja nicht an, kommt auf die Geste an und darauf, wie gut es gemeint ist. Die Kaffeemaschine selber, ich bin jetzt auch nicht wirklich mit ihr zufrieden, dadurch, dass es halt nur eine ist, ist die halt relativ klein und wenn du da dann Wasser reinfüllen willst, dann verschüttest du regelmäßig die Hälfte, das ist ein bisschen doof, werde ich mir noch einen Trichter oder sowas besorgen müssen. Außerdem ist da weil für eine Tasse gibt es ja nur keine richtigen Kaffeefilter. Und da ist so ein Permanentfilter drin. Die haben halt die Eigenschaft, die musst du halt jedes Mal auswaschen, das ist alles kein Problem. Allerdings haben die halt die Eigenschaft, dass die halt ein bisschen grobporiger sind. Das heißt, der ganze feine Dreck, der kommt da immer mit durch. Außerdem fließt da das Wasser, auch das Wasser da viel, viel, viel schneller durch. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich eigentlich mehr Kaffee reinhauen muss, als ich eigentlich brauche, um dieselbe Stärke hinzubekommen. Aber ich kann auch nicht bis zum Ende austrinken, weil unten immer ein bisschen Satz drin ist. Also ja, ihr merkt schon, richtig zufrieden bin ich mit der Kaffeemaschine jetzt nicht. Aber ich habe es meiner Frau gesagt und wie gesagt, sie hat es ja auch nicht böse gemeint, genauso wenig wie meine Eltern, meine Schwiegereltern meine ich. Und insofern kann ich da auch nicht drumrum meckern. Letzten Endes, es gibt ja auch Kaffeemaschinen, die so durchaus funktionieren. Nur halt die ich da habe, ist jetzt nicht das Optimum, würde ich sagen. Vermutlich nicht zuletzt deswegen, weil das Wasser läuft halt auch sehr langsam durch. Das heißt, im Prinzip, das sickert direkt durch den Kaffee an dem einen Fleck kommt unten wieder raus, dadurch, dass es ja schneller durch den Filter geht. Dann kommt es oben auch noch langsamer rausgetröpfelt. Natürlich ist es halt ganz am Anfang, also die erste Tasse, die ich gemacht habe, da dachte ich auch, kannst du nicht trinken. Da konnte ich immer noch auf den Boden gucken.
weil es halt nur einen geringen Teil vom Kaffee genommen hat. Mittlerweile weiß ich, was ich zu machen habe. Ich muss halt, das verschlimmert aber das Problem mit dem Satz, nach dem ersten Mal nochmal kurz umrühren, damit halt ja, der Kaffee durchkommt und, sagen wir mal, alles eingefeuchtet wird und auch alles ein bisschen benetzt wird und dadurch halt auch, sagen wir mal, eine höhere Filterwirkung entsteht, die dann von alleine dafür sorgt, dass das Wasser nicht so einfach durchflutscht. Naja, ist halt so. Aber wirklich zufrieden bin ich nicht mit da. Mal gucken. Mal gucken, wie lange ich sie noch verwenden werde. Also sicher noch eine Weile. Aber ich sag mal so, ich werde jetzt keine direkte neue kaufen. Aber jetzt habe ich sie da halt. Und ich bin halt auch kein Freund von, ja, schmeiße ich jetzt einfach weg. Nur weil sie mir nicht gefällt oder ähnliches. Ist ja jetzt nur auch gebraucht, ne? Kannst du ja nicht mehr umtauschen. Naja, jedenfalls habe ich dann ja, beschlossen, ich nehme sie, ich werde sie jetzt aber nicht übertreiben mit der Kaffeemaschine, das heißt, ich nehme sie, wenn ich sie brauche und wenn es mal nett ist, aus welchem Grund auch immer, dann wird halt die andere genommen, die wird permanent stehen gelassen. Das war das, was meine Frau eigentlich nicht wollte, die wollte die eine in den Schrank stellen und nur halt im Notfall, wenn mal Besuch kommt, wo wir dann ja nachmittags einen Kaffee trinken oder sowas in der Art, dass wir sie da dann mal anschalten und einen Kaffee ansetzen. Ich habe gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir lassen die draußen stehen, einfach nur für den Fall das. Und wie gesagt, der Fall das, der kommt halt öfters mal. Ach, mit dem Kaffee. Aber was will man machen? Gehört halt dazu. Wenn man munter werden will, in einer Gesellschaft, wo man halt sehr früh aufsteht, ist Koffein manchmal gar nicht so unnötig. Leider. Muss man auch sagen. Ich würde viel mehr ausschlafen können, wenn ich wollte. Aber andererseits, ja, ich bin ja nicht, sag mal, der Einzige. Insofern ist das auch ganz gut so. Ich könnte das auch gar nicht zum Beispiel zu sagen, jo, beispielsweise, wenn ich arbeitslos werden würde, jo, ich glaube, ruhe mich jetzt auf meiner faulen Haut aus und lass mich vom Staat bezahlen. Ich könnte sowas gar nicht. Ganz ehrlich, erstens kommst du doch nicht weiter im Leben. Du schaffst doch nichts. Nichts für deine Nachwelt, nichts, was dir hinterbleibt und so weiter und so fort. Und du kannst ja nicht mal vernünftig was leisten. Klar, wenn du manche Jobs, kannst du dir auch so nichts leisten. Die müssen immer noch durch Hartz IV aufstocken, was sozial ungerecht ist, finde ich. Das ist übrigens Ost wie West gleich, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es kann halt nicht sein, dass ich würde kaputt gehen, ganz ehrlich. Ist schon fast so, wenn ich mal 3 Wochen Urlaub habe, dass ich dann, wann geht's denn mal wieder auf Arbeit? Und so weiter und so fort. Einfach nur, um, sagen wir mal, wieder, sagen wir mal, ein bisschen was anderes zu machen. Klar, kotzt dich das gleich nach dem, also, wie gesagt, die letzte Woche denkst du, ja, könnte schon mal wieder, ja, jetzt arbeiten und so weiter und so fort. Aber dann den Tag davor, dann sagst du dir auch, ach, wie doof bist du denn? Ich würde lieber nochmal 3 Jahre zu Hause bleiben. Aber dieser eine Tag, der zählt dann nicht. Naja, jedenfalls, es ist wichtig, ne? Ihr wisst schon, arbeiten gehört zur Gesellschaft dazu. Letzten Endes würde keiner was machen, würden wir auch keiner was haben. Ne? Insofern ruht euch nicht auf eurer faulen Haut aus, sondern geht schaffen. Wenn man nichts kann, körperlichen Gründen oder geistigen Gründen, wenn man dazu nicht in der Lage ist oder wenn man einfach nichts bekommt momentan auf dem Markt von dem, was man mag oder kann, besser gesagt. Man muss nie, da bin ich auch dagegen, man muss nicht unbedingt immer das annehmen oder nie auf Dauer das annehmen, was man gar nicht will. Ich würde es wahrscheinlich so machen, wenn ich den arbeitslos werden würde. Ich würde mir einen anderen Job suchen, scheißegal erstmal was. Zum Beispiel im Notfall halt bei der Reinigungsfirma meiner Frau anfangen. Und sobald ich immer Zeit habe, wird sich aber nach einem richtigen Job, in Anführungsstrichen, richtig umgeschaut und geguckt, dass der da wieder irgendwo, sagen wir mal, auf die Beine kommst, in dem, was du vielleicht gelernt hast oder in dem was Ähnlichen oder in dem, was dich interessiert. Ist ja nicht so, dass ich doof bin. Insofern denke ich mal, würde das funktionieren. Das wäre mein Plan, wenn es doch mal bei mir auf Arbeit zu Ende gehen sollte. Aus welchen Gründen auch immer. Davor ist man ja nie gefeiert. Ich bin jetzt zwar 20 Jahre schon da. Das heißt, so von jetzt auf gleich, so ohne Grund, würde man mich wahrscheinlich nicht so einfach raushauen. Zumal ich ja auch nicht gerade unwichtig bin in dem, was ich tue. Ich bin halt, sehr spezialisiert auf das, was ich kann. Und das, was ich kann, das kann zumindest von denen, die bei uns arbeiten, auch nicht unbedingt jeder. Und wenn ich das sage, meine ich, in vielen Fällen kann das eigentlich gar keiner außer mir.
Und deswegen, ja, ist halt ein Nachteil, denn wenn ich mal krank bin oder sowas in der Art und dann irgendwo was liegen bleibt, ist auch doof. Ist ja schlecht für die Firma und an die sollte man auch mal denken, wenn man schon dafür arbeitet. Es ist halt auch so, dass das natürlich ein Grund ist, wo du ein bisschen sicherer bist. Nicht, das liegt übrigens nicht daran, dass ich nicht versuche, das den anderen Leuten zu erklären. Sondern mehr oder minder daran, dass manche Leute einfach nicht, sagen wir mal, nicht so gut verstehen oder nicht verstehen oder was auch weiß ich denn. Es gibt wahrscheinlich einige, bei denen würde das einfacher funktionieren, die sind aber wieder an anderen Stellen eingebunden und hast den nicht gesehen. Also auf jeden Fall, naja, gut, ist halt so, wie es ist. So, es ist auch so, dass es die Folge jetzt so langsam gegen Ende neigt. Ich werde hier natürlich noch abgeben und ich reine nicht umsonst um diese Chiron-Hose rum. Ich hätte die gerne noch mit eingesammelt. So, na, schmeißen wir das dafür raus und das dafür rein. Und gegebenenfalls werden wir in der nächsten Folge dann direkt noch abgeben gehen. Ich meine, wir haben jetzt keinen Platz mehr im Inventar. Wäre eine Option, die wir durchaus angehen werden. Wobei, vielleicht machen wir die andere Folge noch. Ist ja egal, wenn wir nicht alles einsammeln, dann ist es halt so. Ne? So, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Däumchen da, am besten in Richtung oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.